Wenn du auf der Erde lebst, scheint es, als wärst du im Zentrum des Universums. In Wirklichkeit ist jedoch alles viel komplizierter. Unser Sonnensystem ist voll von verschiedenen Himmelskörpern, Planeten, Kometen, Satelliten und natürlich Asteroiden. Sicherlich klingen sie für viele nur wie großer Weltraummüll, der nur Science-Fiction-Filmfiguren im Weg steht. Aber in Wirklichkeit ist es schwer vorstellbar, dass etwas so weit von der Erde entfernt ist. Oder? Um dir die Größe vorstellbar zu machen, habe ich mich daher nicht nur auf wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auch auf deine Fantasie verlassen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich euch etwas erzählen, das nirgendwo anders im Universum zu finden ist, außer auf unserem Planeten. Kennt ihr das Spiel Raid Shadow Legends? Wenn dir Rollenspiele zu langweilig sind, weil die Handlung wie ein buntes Märchen daherkommt mit niedlichen Charakteren und einem Happy End, dann wird es jetzt ernst. Lade Raid Shadow Legends absolut kostenlos auf deinen PC oder dein Smartphone und genieße wirklich coole Grafiken, wo immer du bist. Stelle ein mächtiges Team zusammen, verbessere deine Charaktere und kämpfe in Dungeons wie The Spider's Den oder Ice Golem's Peak und kämpfe gegen den allermächtigsten Feuerritter oder den berüchtigten Drachen. Zeige der Raid-Community, woraus du gemacht bist. Außerdem erscheint im Mai Version 1.15, in der ein neues Arena-Turnier verfügbar sein wird. Worauf wartest du? Wenn du ein neuer Spieler bist, folge dem Link in der Beschreibung und erhalte 100.000 Silber und einen neuen Champion, Jotun, kostenlos. Beeile dich, diese Boni sind nur 30 Tage lang verfügbar. Viel Glück, ich werde im Spiel auf dich warten. Kehren wir nun zum Thema unseres Videos zurück. Lass uns zunächst herausfinden, was ein Asteroid ist. Schließlich würden Wissenschaftler nicht alles als Asteroiden bezeichnen, oder? Um als Asteroid eingestuft zu werden, muss sich ein Objekt um die Sonne drehen, eine unregelmäßige Form haben und keine Atmosphäre haben. Diese Grundkriterien entsprechen heute Hunderttausenden von Himmelskörpern im Sonnensystem. Die meisten von ihnen befinden sich im Hauptasteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter oder in der Umlaufbahn von Jupiter selbst. Die Ursache, dass Asteroiden viel kleiner sind als die uns bekannten Planeten, bedeutet jedoch nicht, dass sie klein sind. Einer der kleinsten Asteroiden, die jemals von Menschen gesehen wurden, heißt 2008 TC3. Dies liegt daran, dass ein Himmelskörper eine ernsthafte Größe haben muss, um einen richtigen Namen zu erhalten. Seine Abmessungen betrugen nur 4,1 Meter. Wenn wir beispielsweise ein reguläres Basketballtor oder Korb neben dem Asteroiden hätten platzieren können, wäre der etwas höher. Übrigens verwende ich nicht versehentlich die Vergangenheitsform. 2008 explodierte dieser Asteroid in der Atmosphäre unseres Planeten. Die Explosion ereignete sich in einer Höhe von 37 Kilometern über der nubischen Wüste im Sudan. Der Asteroid 2010 TD54 wird trotz seiner etwas größeren Abmessungen als winzig bezeichnet. Im Jahr 2010 wurden die Messungen des Asteroiden aufgrund seiner Nähe zu unserem Planeten durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass der Durchmesser des Asteroiden etwa 5 Meter betrug, was etwas größer als die Höhe einer durchschnittlichen Giraffe ist, aber etwas kleiner als einige südliche Walrosse. Ein weiterer Asteroid, 2014 RC, näherte sich unserem Planeten in einer Entfernung von 39.900 Kilometern. Der Durchmesser entspricht ungefähr der Höhe eines durchschnittlichen Trucks und ist etwas größer als der berühmte Chelyabinska-Meteor, etwa 22 Meter. Du erinnerst dich wahrscheinlich, dass er in der Luft explodierte und daraufhin Fenster zerbrachen und mehr als 1.500 Menschen verletzt wurden. Glücklicherweise verhielt sich RC 2014 friedlicher. Er flog einfach vorbei. Der Asteroid wird voraussichtlich am 8. September 2115 zurückkehren. Wenn du dieses Video aus der Zukunft ansiehst, dann beschreibe diese Ereignisse bitte in den Kommentaren. Als nächstes kommt 2004 FH. Aus Sicht der Astronomen gilt dieser Asteroid immer noch als klein, da sein Durchmesser etwa 30 Meter beträgt. In der Welt ist jedoch alles relativ. Wenn diese 30 Meter im Vergleich zur Größe der Planeten wie eine Kleinigkeit erscheinen, verwenden wir die berühmte Statue von Christus, dem Erlöser, aus Rio de Janeiro als Vergleich. Seine Höhe ohne Sockel beträgt genau 30 Meter. Stell dir die Maße vor. Wenn dieser Asteroid die Erde treffen würde, würde er wahrscheinlich hoch oben in der Atmosphäre explodieren.
Darüber hinaus würde er eine Explosion erzeugen, die Hunderten von Kilotonnen TNT entspricht. Natürlich sind nicht alle Asteroiden klein. Ich denke, es ist Zeit für die Großen. Das Universum weiß alles darüber. Der Asteroid 99942 Apophis hat einen Durchmesser von 370 Metern, mehr als die Höhe des Eiffelturms. Um sich das vorzustellen, lege Big Ben darauf und brich dann ein wenig ab. 99942 Apophis ist einer der vielen Himmelskörper, die sich der Erde nähern. Vor nicht allzu langer Zeit glaubten Wissenschaftler, dass dieser Asteroid unseren Planeten ernsthaft bedrohen würde und erwarteten sogar eine Kollision im Jahr 2036. Keine Sorgen, es stellte sich heraus, dass 99942 Apophis viel leichter ist als bisher angenommen, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe in naher Zukunft bei Null liegt. Der Asteroid 101955 Bennu gehört zu den erdnahen Asteroiden und sein Name wurde von einem Schüler der Mittelstufe aus North Carolina vorgeschlagen. Im Gegensatz zu vielen anderen Asteroiden hat 101955 Bennu eine mehr oder weniger kugelförmige Form und sieht fast aus wie eine schlecht geschälte Kartoffel. Dennoch hat er eine ziemlich beeindruckende Größe. Der Durchmesser von 101955 Bennu beträgt 510 Meter oder 1673 Fuß. Dieser Asteroid kann mit der Größe des Shanghai World Financial Centers verglichen werden. 162173 Ryungu ist ein potenziell gefährliches Himmelsobjekt, das sich der Erde nähern und problematisch werden kann. Der ungefähre Durchmesser des Asteroiden beträgt etwa 1 Kilometer, als ob die 30 St. Mary Axe oben auf dem Wolkenkratzer des Burj Khalifa angebracht worden wäre. 162173 Ryungu gilt als relativ junger Himmelskörper. Er ist nur wenige Millionen Jahre alt. In der Größenordnung des Universums bedeutungslos. Laut Wissenschaftlern ist der Asteroid tatsächlich ein Haufen Trümmer. Etwa 50% seines Volumens sind Hohlräume. 4179 Tutatis kann sich der doppelten Größe rühmen. Er hat eine längliche Form und ähnelt der Ingwerwurzel. Wissenschaftler glauben, dieser Asteroid besteht nicht aus einer festen Substanz, sondern aus Fragmenten, die vor langer Zeit miteinander verschmolzen sind. Sein Durchmesser beträgt ca. 5,4 Kilometer. Er kann in seiner Größe mit 1,5 Vulkanen von der Größe des Ätna und 3 Kölner Kathedralen verglichen werden. Der Asteroid 3200 Phaeton mit einem Durchmesser von 5,8 Kilometern zeichnet sich durch eine ungewöhnlich langgestreckte Umlaufbahn aus, durch die er die Umlaufbahnen aller vier Planeten der Erdgruppe von Merkur bis Mars überquert. Außerdem kommt 3200 Phaeton der Sonne am nächsten. Vielleicht war er einmal ein Komet, aber jetzt ist seine Fläche ungefähr so groß wie etwa ein Drittel der Stadt Dublin. Du rechnest wahrscheinlich mit einer großen Anzahl von Asteroiden im Universum. Da ich keine Zeit habe, dir von allen zu erzählen, ist meine unmittelbare Wahl der Asteroid namens 433 Eros. Sein Durchmesser beträgt 16,8 Kilometer. Hm? Groß, ne? Oh ja, ungefähr doppelt so hoch wie der Mount Everest. Der Name des Asteroiden 1125 China wurde von einem anderen Asteroiden entlehnt, der als verloren galt. Ja, Wissenschaftler können so etwas wie einen Asteroiden auch verlieren. Das liegt daran, dass das Sonnensystem wirklich riesig ist. Es stimmt, 1125 China selbst wird immer noch genau überwacht. Er hat einen Durchmesser von ca. 26 Kilometern. Dies ist vergleichbar mit den drei Kangchenjunga, die direkt übereinander gestapelt sind. Obwohl 9 Metis nicht der größte von allen ist, ist er einer der größten Körper des Hauptasteroidengürtels. Er besteht aus Silikaten, Nickel und Eisen und sein Durchmesser schwankt um die 190 Kilometer. Dies entspricht ungefähr der Entfernung von Rom nach Neapel. Der Asteroid 15 Eunomia ist sogar noch größer. 268 Kilometer. Ungefähr so viel wie die Entfernung von Berlin nach Hamburg.
Jetzt ist es aber Zeit, wirklich große Himmelskörper zu betrachten. Sie sind so groß, dass es beängstigend ist, sich vorzustellen, dass sie mit der Erde kollidieren. Der Asteroid, der die Dinosaurier zerstört hat, wird im Vergleich zu ihnen wie ein Kinderspielzeug erscheinen. Der Asteroid 2 Pallas ist einer der größten im Hauptasteroidengürtel und hat einen Durchmesser von etwa 512 Kilometer. Dieser Himmelskörper ist so groß, dass er im 19. Jahrhundert als Planet bezeichnet wurde. Dann stellte sich natürlich heraus, dass 2 Pallas die falsche Form hatte. Aber die Größe dieses Asteroiden ist immer noch erstaunlich. Mit seinen riesigen Abmessungen kann er Island und noch ein bisschen mehr problemlos abdecken. Phia Festa gilt auch als einer der größten der Menschheit bekannten Asteroiden. Sein Durchmesser beträgt 525 Kilometer oder 326 Meilen und ist damit etwas größer als der 2 Pallas. Es wird angenommen, dass dieser Asteroid der einzige bekannte felsige Protoplanet ist, der bis heute überlebt hat. Die Größe von Phia Festa ist vergleichbar mit der Entfernung von Edinburgh nach London. Der absolute Riese und Rekordhalter unter den Asteroiden ist Ceres. Früher war er ein Asteroid, aber aufgrund seiner enormen Größe wird der Himmelskörper heute als Zwergplanet bezeichnet. Ceres befindet sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter und hat einen unglaublichen Durchmesser von 945 Kilometern. Ceres ist so groß, dass er gleichzeitig den größten Teil Algeriens oder Nordpolens und Deutschlands abdecken kann. Außerdem ist er nur 3,7 Mal kleiner als der Mond. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Klicke auf die Klingel, um rechtzeitig über die Veröffentlichung neuer interessanter Videos informiert zu werden.